Herzlich willkommen beim Reibekuchen Gaming Kanal. Heute erfahrt ihr, wie man einen Käsepfannkuchen macht. Zunächst einmal braucht ihr ein bisschen Milch, etwas Mehl und, was man natürlich im Leben immer gebrauchen kann, Eier. Ein festes Paar Eier. Mehl und Milch sollten hierbei in einem 1:2 Verhältnis sein. Ich habe hierbei 267 Gramm Mehl genommen, 533 ml Milch und 2 Eier. Und das rühren wir jetzt gut durch, bis die Sache schön rund ist. Danach fügen wir ein bisschen Öl in die Pfanne, damit der Pfannkuchen auch nicht am Pfannenboden kleben bleibt. Ich sagte ein bisschen Öl, verdammt Mann! Mit einer tiefen Suppenkelle noch einmal den Teig kurz umrühren und dann gleichmäßig in dem Pfannenbereich den Teig ausbreiten. Dabei die Pfanne schön schwenken, damit der Teig sich auch gleichmäßig über den Pfannenboden verteilt. Während des Zubereitungsvorgangs bitte den Pfannkuchen einmal wenden und bitte keinen Wutanfall dabei kriegen, das ist nicht sehr hilfreich und macht eine riesen Sauerei in der Küche. Also komm, los! Ja! Sehen Sie, und alle hopp und komm, alle hopp! Oh, verdammt! Ja! Doch das Schlimmste ist nahezu geschafft. Nur noch den Käse behutsam auf den Pfannkuchen streuen. Ein bisschen mit Liebe verteilen. Noch kurz das Würzen und nicht vergessen, das iPad auszuschalten. Dann zu einer schönen Tasche formen. Super. Dann noch einmal kurz wenden und dann ist es auch schon fast fertig. Nun müssen Sie den Pfannkuchen nur auf den Teller legen und das Festmahl kann beginnen. Wir hoffen, wir haben Appetit auf mehr gemacht auf unserem Reibekuchen Gaming Kanal. Und ja, das ist ein Gaming Kanal, aber das ist unser Kanal, also können wir machen, was wir wollen.